Nun zu einem Versuch, und zwar an einem Stromkreis. Wir öffnen die Klemme am Pol der Batterie und unterbrechen dadurch den Stromfluss. Zwischen den Minuspol und das freie Drahtende fügen wir ein Drahtstück ein, das jedoch einen wesentlich kleineren Querschnitt als der Draht des Stromkreises besitzt. Wir wollen feststellen, was passiert, wenn der Strom durch den dünnen Draht fließt. Sehen Sie mal, der Draht fängt an zu glühen. Warum? Nun, hier haben wir den Elektronen etwas ganz Schlimmes angetan. Alle Elektronen, die sich sonst in dem dicken Kupferdraht frei bewegen konnten, müssen sich nun durch den dünnen Draht zwängen. Das geht natürlich nicht ohne Stoßen und Reiben ab. Es ist bekannt, dass durch Reibung Wärme entsteht, und wenn sich Millionen von Elektronen gleichzeitig in einen so dünnen Draht zwängen, dann entsteht so viel Wärme, dass der Draht glüht. Mit anderen Worten, der dünne Draht setzt der Bewegung der Elektronen einen erheblichen Widerstand entgegen. Auch für den Widerstand hat man eine Maßeinheit festgelegt. Das Ohm. Als Abkürzung wird der griechische Buchstabe Omega verwendet. Das Formelzeichen für den Widerstand ist R. Wir merken uns, der elektrische Strom wird in Ampere gemessen. Das Formelzeichen ist I. Die elektrische Spannung wird in Volt gemessen. Das Formelzeichen ist U. Der elektrische Widerstand wird in Ohm gemessen. Das Formelzeichen ist R. Bei unserem ersten Versuch hat der Draht geglüht. Jetzt machen wir einen weiteren Versuch. Wir schalten zwei Drähte parallel zwischen den Minuspol und das dicke Drahtende. Keiner der beiden Drähte beginnt zu glühen. Das kommt daher, dass ein Teil der Elektronen jetzt einen zweiten Weg zusätzlich gefunden hat. Sie müssen sich nicht mehr alle in den einen Draht drängen, sie haben mehr Raum. Der Widerstand, der den Elektronen jetzt entgegengesetzt wird, ist kleiner geworden. Denn der Querschnitt beider Drähte ist doppelt so groß wie der des ersten dünnen Drahtes. Ja, ja, das ist einzusehen, wenn man die Drähte parallel schaltet. Aber wie ist denn das, wenn beide Drähte hintereinander geschaltet sind? Sie meinen sicher so. Die Drähte glühen auch nicht. Der Widerstand der beiden Drähte zusammen ist zu groß geworden. Die Elektronen werden so stark abgebremst, dass der Elektronenfluss zum Erliegen kommt. Diese drei Arten der Schaltung von Widerständen haben wir ausprobiert. Auf Schaltplänen werden Art und Anordnung durch Schaltzeichen dargestellt. So sieht das Schaltzeichen für den Widerstand aus und so das Schaltzeichen für die Batterie. Der kurze, dicke Balken ist der Minuspol, der lange, dünne Balken der Pluspol. Die Schaltungen, die wir in den Versuchen aufgebaut haben, sind hier als Schaltbilder aufgezeichnet. Links ein Widerstand im Stromkreis, in der Mitte die Parallelschaltung von zwei Widerständen und rechts die beiden Widerstände hintereinander. Um ein Leitungssystem zu schützen, ist es oft wichtig, schon vor dem Einschalten der Anlage zu wissen, welche Stromstärke in einem Leiter zu erwarten ist. Hier hilft uns das Ohmsche Gesetz I gleich U durch R. Soll der Strom I berechnet werden, müssen wir Spannung U und Widerstand R kennen. Denn wenn wir eine Größe bestimmen wollen, müssen die zwei anderen bekannt sein. Durch dieses einfache Dreieck kann man sich das Ohmsche Gesetz am besten merken. Hier sind die elektrischen Größen U, R und I eingezeichnet. Oben U, im Uhrzeigersinn weiter R und I, also URI. Die gesuchte Größe in diesem Falle I halten wir zu. Übrig bleibt U geteilt durch R. Der waagerechte Strich bedeutet geteilt durch. Und hier ein Rechenbeispiel. Bekannt sind U 12 Volt und R 10 Ohm. Gesucht wird I in Ampere. Wir rechnen I gleich 12 Volt geteilt durch 10 Ohm. Ergebnis I gleich 1,2 Ampere. Soll die Spannung U berechnet werden, heißt das Ohmsche Gesetz U gleich R mal I, also Spannung gleich Widerstand mal Strom. Hier wieder das Dreieck. Wir suchen die Größe U, U wird zugehalten. Übrig bleibt R mal I,
Der senkrechte Strich im Dreieck sagt uns, dass wir R mit I mal nehmen müssen. Im Beispiel sieht das dann so aus. Bekannt sind R 10 Ohm und I 0,6 Ampere. Gesucht wird U in Volt. Wir rechnen U gleich 10 Ohm mal 0,6 Ampere. Ergebnis U gleich 6 Volt. Soll der Widerstand R berechnet werden, dann schreiben wir R gleich U durch I. Also Widerstand gleich Spannung durch Strom. R wird gesucht, also zugehalten. Es bleibt U durch I. Auch hierfür wieder ein Zahlenbeispiel. Bekannt sind U 12 Volt und I 2,4 Ampere. Gesucht wird R in Ohm. Wir rechnen R gleich 12 Volt durch 2,4 Ampere. Ergebnis R gleich 5 Ohm. Haben wir zum Beispiel zwei Leiter aus gleichem Material, die beide gleich lang sind und beide gleichen Querschnitt haben, dann sind selbstverständlich die Widerstände gleich. Haben wir jedoch zwei Leiter aus verschiedenem Material, zum Beispiel Kupfer und Blei, aber ebenfalls mit gleicher Länge und gleichem Querschnitt, dann sind die Widerstände verschieden. Der Widerstand R wird also auch von der Eigenschaft des Materials beeinflusst. Diesen Faktor nennen wir den spezifischen Widerstand eines Leiters. Den spezifischen Widerstand bezeichnen wir mit dem griechischen Buchstaben Rho. Den Wert Rho eines Materials können wir aus Tabellen ablesen. Die Berechnung des Widerstandes eines Leiters ist recht einfach. Wir kennen die Länge des Drahtes, seinen Querschnitt und lesen seinen Wert Rho, seinen spezifischen Widerstand, aus der Tabelle ab. Mit diesen bekannten Größen finden wir den Widerstand R. Die Formel für den Widerstand lautet R gleich Rho mal L durch Q. Also Widerstand gleich spezifischer Widerstand mal Länge durch Querschnitt. Na, da bin ich aber froh. Über Ampere, Volt und Ohm wissen wir jetzt endlich mal Bescheid. Aber man sagt es oft auch Watt und Kilowatt. Ganz richtig. Das sind die Bezeichnungen für die elektrische Leistung. Die Maßeinheit für die elektrische Leistung ist das Watt, abgekürzt mit dem Buchstaben W. Das Formelzeichen ist N. 1000 Watt sind 1 Kilowatt und 736 Watt entsprechen einem PS. Um eine elektrische Leistung N zu erhalten, brauchen wir die Spannung U und den Strom I. N erhalten wir, wenn wir U mit I mal nehmen, also N gleich U mal I oder Leistung gleich Spannung mal Strom. Nur noch einige Worte zu den Wirkungen des elektrischen Stroms. Die Wärmewirkung kennen wir. Außerdem hat der Strom eine chemische Wirkung. Aber die bedeutendste seiner Wirkungen ist die magnetische Wirkung. Sie tritt überall da auf, wo elektrische Leiter von Strom durchflossen werden und bilden die Grundlage für die überragende Entwicklung der Elektrotechnik. Doch über die magnetische Wirkung ein andermal. Fassen wir also noch einmal zusammen. Der elektrische Strom ist eine Bewegung von elektrischen Ladungen. Ein ständig fließender Gleichstrom ist nur möglich durch den Umlauf von Ladungen in einer Richtung auf geschlossener Bahn, also in einem Stromkreis. Die Ursache der Ladungsbewegung ist die elektromotorische Kraft, die EMK. Die elektrischen Größen Strom, Spannung und Widerstand lassen sich mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes berechnen. Sie werden in Ampere, Volt und Ohm gemessen. Der Widerstand R eines Leiters ist gleich Rho mal L durch Q. Also, Widerstand gleich spezifischer Widerstand mal Länge durch Querschnitt. Die elektrische Leistung wird in Watt gemessen. Das Formelzeichen ist N. Die Berechnung der elektrischen Leistung erfolgt nach der Formel N gleich U mal I. Also Leistung
gleich Spannung mal Strom. So, das war also mal ein Überblick über dieses Thema. Wir werden uns noch öfters damit befassen. Ja, das wäre gut. Sowas muss man sich schon mehrmals ansehen. Ja, das werden wir auch tun. Aber ich bin sicher, Sie können mir diese drei Fragen schon heute beantworten. Wie heißen die Maßeinheiten für Spannung, Stromstärke und Widerstand? Wodurch unterscheiden sich elektrische Leiter von den Nichtleitern? Wie berechnet man den Widerstand und wie die Spannung und den Strom? Magnetismus ist auf Elektrotechnik 2 drauf.